Ja, hallo. Ich bin hier in Robe Lightroom Classic in der Oktober Update 2021 und zwar in der Version 2022.11 von Lightroom Classic. Und hier einige dieser Neuerungen, die es nun gibt. Ja, wenn man in Entwicklungsmodus geht von Lightroom, sieht man, dass hier dieses Feld, das Bearbeitungstool, verschlankt wurde und einige Pinsel-Einstellungen sind nicht mehr verfügbar. Oder halt Bearbeitungseinstellungen. Wenn ich nun hier draufklicke auf das Maskierungstool, dann allerdings gehen hier neue Bearbeitungseinstellungen auf. Und zwar ist es hier der Himmel auswählen. Ich lösche das hier noch einmal. Und diese lösche ich mir hier auch noch einmal und gehe ins Maskenbearbeitungstool. Ja, und dann kann ich hier wählen zwischen Motive auswählen, Himmel auswählen, Pinsel, linearer Verlauf, Radialverlauf, Farbbereich und Luminanz. Das waren diese Tools, die in den Vorgängerversionen hier oben waren. Die sind nun als eigenes Tool verfügbar, wo eine extra Ebene erstellt. Zum Beispiel hier, wenn ich den Himmel auswählen will. Das geht mit KI, Adobe Sensei. Das dauert dann einen kurzen Augenblick, wo Lightroom die KI-Version von Adobe den Himmel hier auswählt und eine Maske erstellt. Und in dieser Maske kann ich dann nur den Himmel beispielsweise bearbeiten. Ja, das ist eine ganz gute neue Funktion, die hier neu dazugekommen ist, weil davor musste man das Ganze hier maskieren und auswählen und dann konnte man den Himmel bearbeiten und jetzt geht das Ganze mit der KI von Adobe. Mit wenigen Klicks und die Auswahl, die ist sehr gut. Man muss ja eigentlich nur in den seltensten Fällen etwas nachbearbeiten, aber auch das ist möglich. Ja, es dauert hier noch einen Augenblick. Dieses Maskenbearbeitungssymbol ist auch in der Lightroom Mobile Version, also in der mobilen Version von Lightroom verfügbar und in Photoshop im RAW-Konverter. Also wenn hier dieser Haken gesetzt ist, dann zeigt er mir die Überlagerung an, die ich ausgewählt habe, in dem Fall den Himmel. Mit Hinzufügen oder Subtrahieren könnte ich die ganze Auswahl noch verbessern. Aber hier für dieses Vorzeigen reicht mir das so. Ich kann nun also mit dieser Auswahl den Himmel hier etwas dunkler gestalten. So ungefähr. Ja, so passt er dann schon wesentlich besser in das Bild hier von der Kapelle, die ich hier im Bregenzer Wald fotografiert habe am 11.10.
Ja, was gibt es hier noch für Möglichkeiten? Kann mir die Maske auch umbenennen, beschneiden und so weiter. Ich habe hier also noch etwas an mehrere Möglichkeiten und ich kann mir dann die Maske umkehren, was den Befehl STRG I invertieren anbelangt beispielsweise. Und es wird dann alles ausgewählt außer dem Himmel. Und dann wäre hier dieser Bereich hier ausgewählt. Ich gehe hier wieder zurück, umkehren. Ja, also immer wenn hier das Hacking gesetzt ist, zeigt er mir die Überlagerung an, was ausgewählt ist. Ich kann das Ganze auch hier bearbeiten mit Bild auf Schwarz, Bild auf Weiß und so weiter. Ich kann hier auch die Farbe ändern, wenn ich das möchte. Und ich kann, Entschuldigung, hier mit diesem Plus-Symbol, hier mit diesem Plus-Symbol weitere Masken hinzufügen, zum Beispiel fürs Motiv. Es dauert wieder einen kurzen Augenblick, bis Adobe Sensei die Freistellung gemacht hat. Sagt hier, Ergebnisse werden gerendert. Und auch das geht relativ schnell. Und da müsste mir jetzt eigentlich alles auswählen. Ja, macht er mal auch, was in dieser Kapelle ist. Ich könnte also hier nun mit dieser Auswahl die Farbbearbeitung, Lichter und so weiter von der Kapelle hier bearbeiten. Und das mit nur 2 bis 3 Klicks. Also das war früher wesentlich komplizierter und umfangreicher. Ja, und jedes Mal kann ich mir hier zum Beispiel linearer Verlauf oder auch nur die Luminanz. Und könnte dann hier jetzt eben die Luminanz in dieser Kapelle bearbeiten. Mit einer weiteren Maske könnte ich mir den Farbbereich auswählen und zum Beispiel dieses Grün hier möchte ich bearbeiten, dann wählt er nur dieses Grün und mit hinzufügen oder subtrahieren könnte ich dann die Grüntöne weiter verfeinern, also die Maske verfeinern mit den Grüntönen und könnte dann die Wiese hier und die Bäume, alles was halt grün ist, dann schlussendlich hier weiter bearbeiten. Ja, wie gesagt, es gibt auch hier mehrere Möglichkeiten, dann schlussendlich Radialverlauf, linearer Verlauf und dann die Masken entsprechend weiter bearbeiten, duplizieren und so weiter. Das hier sollte allerdings gewesen sein. Zu diesem neuen Tool. Danke fürs Zusehen und bis zu einem meiner nächsten Videos. Danke, tschüss.